Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute bauen wir an unserer Mondstation weiter. Hier ist der Kommunikationsturm. Da habe ich so einen kleinen Tank drauf geklatscht, wie man auch bei den Solarzellen sehen konnte. Wir machen das mit der Atlantis 2 und nachher, also noch in derselben Folge, werde ich noch den Erzbohrer zum Mond bringen. Ich werde eine ganze Menge rausschneiden und ich würde sagen, fliegen wir einfach mal los. So, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier den Turm hingebracht. Ich gehe mal kurz hier rüber zur Sonde. Ich habe ein bisschen Abstand gelassen dazwischen. Dazwischen kommt dann halt unsere Basis hin mit dem Forschungsmodul und dem Wohnmodul. Ich glaube, den Erzbohrer packe ich sogar noch ein bisschen weiter rechts und der Sauerstoffdom einfach links vom Turm. Also, dann geht's jetzt weiter mit dem Erzbohrer. So, wieder im Baueditor. Hier haben wir den Erzbohrer und
einen riesigen Tank darunter, um die Mikroraumstation wieder aufzufüllen. Und hier haben wir die Atlantis 4, unsere bisher stärkste Rakete. Und ja, fliegen wir einfach los. So Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben hier den Erzbohrer und den Kommunikationsturm aufgebaut. Das nächste Mal kommen der Sauerstoffdom und die Wohn- und Forschungsmodule. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.